Hallo zum heutigen Thema. Und zwar ist es das Zweitspielrecht aufgrund wechselnder Aufenthaltsorte. Zum Beispiel ein Zweitspielrecht für Studenten, Berufspendler oder Kinder von getrennt lebenden Eltern. Im ersten Teil wollen wir auf die Grundsätze eingehen, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit man so ein Zweitspielrecht beantragen kann, welche Nachweise eingereicht werden müssen. Und im zweiten Teil wollen wir dann auf die Online-Beantragung in DFB.net Pass Online schauen. Erfreulicherweise kann man seit der Saison 21/22 auch dieses Spielrecht online beantragen. Das erleichtert die Beantragung sowohl für die Vereine wie auch für uns. Also, das ist der Plan. Starten wir jetzt mit den Grundsätzen dieses Zweitspielrechts. Fangen wir mit den Grundsätzen dieses Zweitspielrechts an. Für wen, für welchen Personenkreis ist es vorgesehen, dieses Zweitspielrecht? Und zwar für Personen, die regelmäßig zwischen zwei Orten pendeln. Ja, also die zwei Wohnsitze haben aus verschiedenen Gründen. Das seht ihr vorne. Zum Beispiel Studenten, das ist der klassische Fall, die studieren und dann in den Semesterferien auch wieder im Heimatverein spielen wollen. Berufspendler, Kinder von getrennt lebenden Eltern, Auszubildende. Einfach die regelmäßig Personen, die regelmäßig zwischen zwei Orten pendeln. Wie lange gilt so ein Zweitspielrecht? Es gilt grundsätzlich immer bis zum Ende der aktuellen Saison, also immer bis zum 30.06. So lange gilt das Zweitspielrecht. Wenn es verlängert werden soll, dann für die nächste Saison, wenn der Spieler also immer noch weiter studiert oder berufswegen pendelt, dann muss es wieder neu beantragt werden für die neue Saison dann. Für welchen Verein hat er dann Spielberechtigung? Sowohl für den Stamm- und für den Zweitverein. Das ist ja der eigentliche Sinn dieses Zweitspielrechts, dass man für zwei Vereine Spielberechtigung hat. Und zwar sowohl für den Stamm- und für den Zweitverein. Welche Voraussetzungen und Nachweise eingereicht werden müssen, das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Es gibt einige Voraussetzungen, die für die Erteilung eines Zweitspielrechts erfüllt sein müssen. Zum einen ist es die Entfernung zwischen Stamm- und Zweitverein. Die muss mindestens 100 Kilometer betragen. So, hier werden die beiden Vereine genommen. Stamm- und Zweitverein, und da muss die Entfernung mindestens 100 Kilometer zwischen beiden sein. Wichtig ist die Spielklasse der ersten Mannschaft des Zweitvereins. Die darf bei den Herren maximal Bezirksliga sein und bei den Frauen maximal Regionenliga. Wichtig ist hier wirklich immer die Spielklasse der ersten Mannschaft. Auch wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel nur für die zweite Mannschaft vorgesehen ist und die als Beispiel in der Kreisliga A spielt, die erste Mannschaft in der Verbandsliga, dann würde ein Zweitspielrecht nicht genehmigt werden, weil die erste Mannschaft eben über Bezirksliga spielt. Also es wird hier immer geschaut, wie ist die Spielklasse der ersten Mannschaft, und wenn die über Bezirksliga bzw. Regionenliga bei Frauen ist, dann kann für diesen Verein kein Zweitspielrecht genehmigt werden. Ein Zweitspielrecht kann man immer bis zum 15.04. einer laufenden Saison beantragen. Danach geht es nicht mehr. Das hat den einfachen Grund, dass man zum Ende der Saison die Meisterschaft hier nicht mehr beeinflussen möchte, da mit eventuellen Neuzugängen oder mit eventuellen Spielern, die dann da noch mittels Zweitspielrecht geholt werden. Das will man vermeiden. Deshalb einfach die Frist 15.04. des laufenden Spieljahres. Und zu guter Letzt, auf internationaler Ebene und für Vertragsspieler ist kein Zweitspielrecht vorgesehen und nicht möglich. Also wenn ein Spieler von euch jetzt als Beispiel in Österreich studiert, dann kann der dort kein Zweitspielrecht erhalten. Und dann muss man sich entscheiden, für welchen Verein man mehr spielt und dann eventuell einen internationalen Vereinswechsel beantragen. Auf der nächsten Folie kommen wir dann zu den Nachweisen, zu den Dokumenten, die man bei der Beantragung einreichen muss.
Welche Nachweise müssen bei der Beantragung mit eingereicht werden? Das ist zum einen ein aktueller Tätigkeitsnachweis beim Zweitverein. Also bei Studenten ist das die Studienbescheinigung, bei Berufspendler eine Arbeitgeberbescheinigung oder ein Arbeitsvertrag, bei dem man selbstverständlich natürlich die wichtigen Punkte streichen kann oder schwärzen kann. Aber man kann so einen Arbeitsvertrag durchaus als Tätigkeitsnachweis einreichen. Also der aktuelle Tätigkeitsnachweis wird verlangt und ein aktueller Wohnortnachweis beim Zweitverein. Also dass man sieht, dass der Spieler auch tatsächlich beim Zweitverein bzw. in unmittelbarer Umgebung des Zweitvereins auch wohnt und lebt. Da kann eine Kopie vom Personalausweis als Bestätigung eingereicht werden oder auch eine Meldebescheinigung. Einfach wo man auf ein Dokument, auf dem man sieht, dass der Spieler beim Zweitverein bzw. in der Nähe wohnt. Und zu guter Letzt muss auch der Antrag auf Zweitspielrecht eingereicht werden. Diesen Antrag, den kennt ihr sicherlich, den kann man auch auf unserer Homepage herunterladen. Der ist vor allem wichtig wegen der Bestätigung des Stammvereins. Das seht ihr unter Ziffer 2. Muss der Stammverein mit Stempel und Unterschrift bestätigen, dass das Zweitspielrecht in Ordnung geht. Selbstverständlich kann man das Zweitspielrecht nur erteilen, wenn auch der Stammverein zustimmt. Also diese drei Unterlagen, Nachweise müssen euch bei der Beantragung vorliegen und die kann man dann auch entsprechend in einen Online-Antrag hochladen. Und wie man das dann hochlädt in DFB.net Pass Online, dazu kommen wir jetzt dann. Kommen wir nun zur Online-Beantragung in DFB.net Pass Online. Dazu meldet ihr euch mit eurer personalisierten DFB.net-Kennung in DFB.net Spiel Plus an, geht dann ins Modul Antragstellung und hier im Bereich Zweitspielrecht. Dort wird es beantragt. Dann sucht ihr den Spieler, für den ihr das Zweitspielrecht beantragen wollt, entweder anhand der Passnummer, wenn diese vorliegt, ansonsten über Name, Vorname und Geburtsdatum. Als Beispiel nehmen wir jetzt hier mein Profil. Hier sieht man auf der rechten Seite dann die aktuelle Spielberechtigung und auf der linken Seite die Daten des Zweitvereins, des beantragenden Vereins. Die gelben Felder sind Pflichtfelder, die muss man ausfüllen. Beim Beginndatum trägt man am besten immer das Datum der Antragstellung ein. Dort soll das Zweitspielrecht auch gehen. In das Feld Ende tragt ihr bitte nichts ein, weil sonst würde das an diesem Tag ändern. Es endet automatisch zum Ende der jeweiligen Saison. Also in diesem Fall jetzt am 30.06.22 wurde das automatisch beendet worden. Okay, und jetzt hier ein Begründungscode. Da seht ihr, es gibt mehrere Zweitspielrechte, die man online beantragen kann. Heutiges Thema ist das Zweitspielrecht aufgrund wechselnder Aufenthaltsorte. Dann wählen wir das aus. Und wie ihr seht, ist jetzt hier das Dokumenten-Upload-Fenster hinzugekommen. Da müsst ihr jetzt die Dokumente und Nachweise hochladen. Und zwar kann man insgesamt 5 Dokumente hochladen. Ihr könnt aber auch alle Dokumente inklusive Antrag in einem Dokument hochladen. Das bleibt also letztlich euch überlassen. Es müssen halt insgesamt die 3 Dokumente oder Nachweise hochgeladen werden. Zum einen der Antrag auf Zweitspielrecht, wo der Stammverein seine Zustimmung gibt, ein aktueller Wohnortnachweis und der Tätigkeitsnachweis. Als Beispiel haben wir hier jetzt den Antrag auf Zweitspielrecht ausgewählt, dann tun wir den hochladen und jetzt seht ihr ihn hier als gespeicherte Datei. In dem Fall müssen wir jetzt die 2 anderen Nachweise auch noch hochladen. Zum einen der Wohnortnachweis, Datei hochladen. Jetzt sieht man auch diesen hier hochgeladen und zu guter Letzt muss man jetzt noch den Tätigkeitsnachweis hochladen. Hochladen. So, und jetzt sind diese 3 Dokumente hochgeladen, die werden benötigt und dann passt es auch. Wie erwähnt, kann man auch alle 3 Dokumente, könnt ihr auch alle 3 Dokumente in einem zusammenfassen, in einem Dokument und dann nur dieses
hochladen. Nur dieses eine Dokument mit allen drei. Ja, man kann das jetzt hier auch wieder löschen. Wenn man da versehentlich was Falsches hochgeladen hat. So geht es auch. Wichtig ist halt, dass im Endeffekt alle drei Nachweisedokumente hochgeladen werden. Hier bestätigt man noch, dass einem das vorliegt. Das ist in dem Fall eigentlich klar, weil man lädt es ja sowieso hoch, aber trotzdem, das ist halt programmtechnisch so eingestellt, dass man nochmals das bestätigen muss, dass einem diese Unterlagen vorliegen. Klickt dann auf Weiter und dann kommt nochmals eine Bestätigung oder eine Ansicht, wo man schauen kann, ob alles richtig gemacht hat. Und dann klickt man auf Absenden und dann ist der Antrag auf Zweitspielrecht gestellt. Bei der Passstelle werden dann die Unterlagen geprüft, angeschaut, ob das alles passt, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, mindestens 100 Kilometer Spielklasse des Zweitvereins und der Tätigkeitsnachweis. Und wenn das alles passt, dann wird es online genehmigt, das Zweitspielrecht. Das soll es gewesen sein zum Thema Zweitspielrecht aufgrund wechselnder Aufenthaltsorte. Bei Fragen dürft ihr euch gerne wie immer telefonisch oder per Mail an uns wenden.